Ist gute Literatur reine Geschmackssache? Die einen würden sagen, ja, doch wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht man sich vielleicht klar, es gibt schon Handwerkszeug des Erzählens. Es gibt schon das ein oder andere, was man so drauf haben kann. Und entsprechend gibt es ein ganz wundervolles Büchlein, Die Kunst des Erzählens von James Wood. So sieht es aus. James Wood setzt sich damit auseinander, was gutes Erzählen bedeutet. Ich möchte dir vier Aspekte mitgeben, die ich besonders zentral finde und besonders eindrücklich finde. Und dir erklären, was du damit anfangen kannst, wie du vier Aspekte guten Erzählens für dein Schreiben nutzen kannst und so besser erzählen kannst, bessere Literatur produzieren kannst. Los geht's! Was macht gutes Erzählen aus? James Wood erläutert, wie das moderne Erzählen funktioniert. Er stellt Flaubert als eine Art Wendepunkt in der Literaturgeschichte heraus und erläutert, dass seit Flaubert so etwas wie modernes Erzählen besteht. Was ist mit modernem Erzählen gemeint? Es ist ein Erzählen, bei dem der Erzähler ein wenig zurücktritt und die Figuren wirklich im Zentrum stehen. Das Erleben der Figuren, einzelne Details, einzelne eindrückliche Beobachtungen und vor allem eine starke Visualität. Sicherlich vom Kino geprägt und davon, dass auch dort sehr visuell natürlich operiert wird. Eine Art des Erzählens, die ein gewisses Handwerkszeug benötigt und die häufig so gemacht ist, dass wir es gar nicht merken. Das heißt, wenn modern erzählt wird, im Sinn von, wir sind dicht bei den Figuren dran, wir bekommen eine visuell eindrückliche Beschreibung und treffende Details, die das Ganze auf den Punkt bringen, merken das beim Lesen häufig gar nicht, wie das gemacht ist. Das heißt, du versinkst in deiner Story, es entsteht dieses typische Kino im Kopf und du kannst am Ende gar nicht sagen, wie das entstanden ist. Dann hat es geklappt. Also ein mögliches Gütekriterium guten Erzählens ist, dieses typische moderne Erzählen anzuwenden. Zweiter Punkt, der hängt mit dem ersten zusammen. Wir waren gerade beim visuellen, eindrücklichen Schreiben. Wie schaffst du das? Wie schaffst du es, visuell eindrücklich zu schreiben? Wie schaffst du es, vor allem Details zu nutzen, die eindrücklich sind, die mit wenigen Worten gleich im Kopf des Lesers ein Bild erzeugen und klar machen, worum es geht. Durch gutes Beobachten. Üb dich darin, zu einem guten Beobachter zu werden. Leben und Schreiben bedingen sich in diesem Sinn gegenseitig. Wenn du ein guter Leser bist und immer mal wieder in Romanen spannende Beobachtungen findest, wird dich das dazu bringen, im Leben achtsamer zu sein. Das heißt, die Achtsamkeit beim Lesen, auf die Details achten, die der Autor beschreibt, führt zur Achtsamkeit im Leben. Und die Achtsamkeit im Leben wiederum führt zu einem detailreichen, interessanten Schreiben. Also Schreiben und Leben, so wie der Titel dieses YouTube-Kanals, ist tatsächlich eine super tolle Möglichkeit, um besser zu erzählen. Drittens. Die Figuren und deren Vitalität, das heißt deren Lebenskraft, deren Erlebbarkeit, deren Lebendigkeit. Über diese schreibt James Wood in Die Kunst des Erzählens ebenfalls. Wie gelingt es? Wie macht man Figuren lebendig? Und hier beschreibt er ganz wundervoll, dass der Autor über die Figuren nachsinnen muss. Es geht seiner Meinung nach nicht darum, dass die Figuren sympathisch sind. Es geht noch nicht mal darum, dass alles plausibel ist, was sie tun. Es geht auch nicht so sehr um Kohärenz. Seiner Meinung nach, und das finde ich einen interessanten Aspekt, geht es darum, dass für die Figur Bedeutsames auf dem Spiel steht. Dass es wirklich um was geht. Dass es nicht egal ist, was die Figur macht, sondern dass es für sie total wichtig ist. Und damit ist ja der Grundbaustein gelegt, sich wirklich mit der Figur zu verknüpfen, Empathie aufzubringen für diese Figur. Vierter Punkt, vierter Aspekt, den man nutzen kann für sein eigenes Schreiben. Was macht gutes Erzählen aus? Guter Stil. Was ist guter Stil? Wow, da könnte ich jetzt natürlich stundenlang drüber reden. James Wood hat eine super einfache Antwort. Eine sehr, sehr griffige, eine mit der, wie ich finde, man gut und viel arbeiten kann. Die Ausbildung des dritten Ohrs, so nennt er das. Das ist seiner Meinung nach guter Stil. Die Ausbildung des dritten Ohrs. Was heißt das? Das heißt, ich habe das vor kurzem mit einer Kundin im Coaching gehabt. Im Moment, in dem man am Text arbeitet,
Spüren, das ist das richtige Wort. James Wood spricht davon, dass ein Satz versiegelt wird, mit mathematischer Endgültigkeit versiegelt wird. Das heißt, es ist klar, so muss der Satz lauten und nicht anders. Wie schafft man das? Wie bildet man ein solches drittes Ohr aus? Es geht darum, auf allen Ebenen von Sprache zu arbeiten. Lyrik, also Gedichte, können dir dabei weiterhelfen. Das, was bei einer Gedichtinterpretation wichtig ist, lässt sich natürlich auch im weitesten Sinne auf Prosatexte, das heißt auf Romane, auf Erzählungen übertragen. Laut lesen ist zum Beispiel eine wundervolle Möglichkeit, um dieses dritte Ohr auszubilden. Und beim lauten Lesen darauf achten, was mitschwingt. Welche Bedeutung haben die Wörter? Welche Symbolik haben die Wörter? Welche Geschichte haben die Wörter? Welche Bedeutung steckt in der Geschichte des einzelnen Wortes? Wie steht das Wort im Zusammenhang mit anderen Wörtern in diesem Text? Wird etwas aufgegriffen, was an anderer Stelle des Textes eine bestimmte Assoziation hervorruft? Welche Struktur bildet der Satz im Vergleich zu allen anderen Sätzen im Text? Und so weiter und so fort. Das heißt, Ausbilden des dritten Ohrs bedeutet tatsächlich hören und diese Metaebene, dieses Mitschwingen, dieses zwischen den Zeilen lesen, tatsächlich wahrnehmen, um dann gut entscheiden zu können, welches Wort genau da stehen soll und wie der Satz genau lauten soll. Was nimmst du nun mit? Was bedeutet das alles für dich und dein Schreiben? Welche Aspekte sind wichtig? Wie schaffst du es, gute Literatur zu produzieren? 3 Punkte, die du unbedingt mitnehmen solltest. Erstens, versuche achtsam zu leben. Indem du achtsam lebst, indem du achtsam wahrnimmst, indem du zu einem guten Beobachter wirst, hast du auch das Material, um detailreich und treffend zu schreiben. 2. Punkt, lies. Lies die Bücher anderer Autorinnen und Autoren. Lies die großen Romane der Literaturgeschichte. Lerne von den Meistern. Lies also nicht irgendwas. Und 3. Feile an deiner eigenen Sprache. Lies deine Texte laut vor, überleg ganz genau bei jedem Wort, warum du was wie gewählt hast und versuche dieses dritte Ohr entsprechend auszubilden. Das Schreiben guter Literatur, wie du siehst, ein lebenslanger Prozess, der viel Arbeit, viel Mühe, aber auch viel Freude mit sich bringt und hier und da an Inspiration benötigt. Ich hoffe, dieses Video konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn du noch mehr Inspiration benötigst, geh auf schreibenundleben.de, trag dich in den Newsletter ein und du bekommst von mir noch viel mehr Inspiration für dich und dein Schreiben. schreibenundleben.de. Wir sehen uns gerne dort oder auch im nächsten Video.